Age of Empires 2 HD. Aus alt mach neu. Microsoft unterzieht den Strategieklassiker Age of Empires 2 aus dem Jahr 1999 einer Generalüberholung und fasst zudem alle Kampagnen und Erweiterungen in ein Paket. Die Eroberung der Welt über 18 Zivilisationen und 1000 Jahre Geschichte darf nun in HD mit schöneren Texturen und bei atmosphärischem Licht angegangen werden. Über den Online-Dienst Steam kann man zudem andere Spieler herausfordern und gegeneinander um die Weltherrschaft eifern. Wurde der Gottkomplex damit noch nicht befriedigt, generiert man eigene Karten und Inhalte. Shootmania Storm. Mit dem Rennspiel Trackmania hat sich Entwickler Nadeo Studio einen Namen gemacht. Nun soll die Community mit dem Online-Shooter Shootmania geködert werden. Abermals stehen Wettbewerbe im Zentrum, bei denen sich Spieler untereinander messen können. Globale Ranglisten und eigene Turniere spornen das Kämpferherz an. Gleichzeitig bietet Nadeo umfassende Werkzeuge, um eigene Inhalte generieren und anderen zur Verfügung stellen zu können. Für das perfekte Level legt man von der Textur bis zum 3D-Model überall selbst Hand an. Injustice Gods Among Us. Nach der gelungenen Neuauflage von Mortal Kombat führt das Studio NetherRealm die Superhelden von DC Comics in den Ring. Um die seltene Zusammenkunft von Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman und Konsorten zu rechtfertigen, wurde ein verworrener Plot um die Zerstörung von Metropolis gesponnen. Abseits der storygetriebenen Kampagne bleibt alles beim Alten. Zwei übermenschliche Kämpfer kommen ob ihres zweidimensionalen Bewegungsspektrums nicht umher, einander zu verprügeln. Wenngleich die Kulissen mit der Batcave oder dem Fortress of Solitude extravaganter als üblich sind. Dead Island Riptide. Nachdem eine Handvoll Seelen von Dead Island flüchten konnten, stranden die Überlebenden auf der Insel Palanai. Die Seuche bricht allerdings erneut aus und ein weiteres Tropenparadies wird zur Zombie-Apokalypse. Neben den vier bereits bekannten Charakteren darf man einen weiteren Protagonisten steuern. Das Waffenarsenal zur Bändigung der Untoten wurde um fiese Fallen wie Landminen erweitert und erstmals lässt sich die Landschaft auch mit Booten erkunden. Fans dürfen, kurz gesagt, mehr vom Gleichen erwarten. Star Trek. In der Haut von Captain Kirk und Mr. Spock gilt es, die reptilienähnlichen Gorn zurückzuschlagen, als diese die neue Kolonie der Vulkanier attackieren. Bewaffnet mit Phasern und im Besitz außerordentlicher Fähigkeiten wie dem Spock-Griff geht man wahlweise kooperativ zu Werke. Sci-Fi-Fans erfreuen sich an den authentischen Kulissen. Nach dem Fiasko Aliens Colonial Marines sei aber auch bei der neuen Spielumsetzung von Star Trek Vorsicht geboten. Dem Ersteindruck zufolge scheint die Energie für spielerische Glanzpunkte nicht gereicht zu haben.